Körper und Seele, beide zusammen bilden einen Menschen. Beide sind unentbehrlich. Wie stehen Körper und Seele zueinander? Durch was zeichnet sich ihre Beziehung? Guten Tag, mein Name ist Nizamuddin Sayyed und ich bringe euch heute das zweite Teil von erstem Buch von Masnavi Maulana Rum, die Metapher, die Flut. Ich habe diese Videoreihe angefangen, über Masnavi zu erzählen im Licht des Koran. Und was ich auch vorhin mit euch angesprochen habe, mit dir angesprochen habe, was ist das Frage aller Fragen ist, was ist Körper, was ist Seele? In verschiedenen Religionen, in verschiedenen Kulturen hat man versucht, diese Frage zur Antwort zu bekommen. In Koran steht, in Surah Hijra Nummer 15, Vers 28, und als der Herr zu den Engel sagte, ich bin dabei, ein menschliches Wesen aus trockenem Ton, aus fauligem, schwarzem Schlamm zu erschaffen. Wenn ich es zurecht geformt und ihm von meinem Geist eingehaucht habe, dann fallt und werft euch von ihm nieder. So, der Körper ist erzeugt worden von einer niedrigen Sache, von feiligem, schwarzem Schlamm. Und in der Körper ist eingehaucht worden ein Teil von Gott. Und das beschreibt der Beziehung zwischen Körper und Seele. Idealerweise ist der Körper unterwürfig, weil von niedrigem Material erzeugt worden ist. Und die Seele ist verantwortlich. Die Seele ist der Meister, während der Körper der gehorsame Diener ist. Genau ist die Beziehung des Menschen zum Schöpfer. Tatsächlich bestärkt eben der physikalische Aspekt des Gebetes in muslimischer Glaube genau diese Beziehung und führt uns zu mehr Spiritualität. Wenn wir die äußeren Aspekte des Gebets ausführen, dann sind wir ohne Zweifel unserem Herr gehorsam und erfüllen seinen Befehl, indem wir die Säulen unseres Glaubens aufrechterhalten. Glauben des Islam. Und das ist auch unser Zweck in diesem Welt zu sein. Dass wir durch ein gehauchte Teil von unserem Schöpfer diese niedrige Körper in Kontrolle bringen. Und wie erkennt man diese eingehauchte Teil von unserem Schöpfer? Da antwortet der Masnavi auf diese Frage: Erkenntnis durch die Liebe zum Schöpfer. In weiterem Teil dieses Gedichtes hat Rumi über die Erkenntnis durch die Liebe zum Schöpfer geschrieben. Das Geheimnis des Lebens ist im Feuer der Liebe versteckt. Die Flöte singt ein Lied der Liebe und des Leidens und diese besteht aus Feuer. Und nur diese Feuer der Liebe kann die
materialistische Grenzen, die uns auferlegt sind, in diesem Körper sprengen. Dieses Feuer der Liebe hat eine Heiligungskraft auf das sündhafte Verhalten der Menschen. Durch die Heilung der Liebe und wird Gier zum Bescheidenheit, Ruhmsucht zur Unterwürfigkeit und Hochmut zur Demut. Und das ist das, diese Liebe, die uns Akzeptanz zueinander gibt. Das ist die Liebe, die uns zufrieden stellt in schwierige Zeiten. Und das ist die Liebe, wenn wir besorgt sind, uns zu weinen bringt. Es war die Liebe zu Gott, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf den siebten Himmel zu Gott geführt hat. Und das war auch die Liebe, die als Musa alaihi salam auf dem Berg Gottes Stimme gehört hat und selber ohnmächtig geworden war und der Berg angefangen hat zu tanzen. Seit die Seele in den Menschen von Gott eingehaucht wurde, ist eine Seite mit Lippen Gottes verbunden und die andere erzeugt Leben in unserer Welt. Und das ist genauso auch die Flute funktioniert. Wenn man das Feuer der Liebe erkannt hat, erst dann ist man in der Lage, Notwendigkeit, eigene Existenz zu überwinden. Es bleibt nur noch der Geliebte. Der Liebende verschwindet im Feuer der Liebe. Das Verschwinden entsteht nur durch die Reinigung des körperlichen Spiegels, der nur die Seele reflektiert und selber verschwindet. Wenn man in den Spiegel sich schaut, dann sagt man den Spiegel, nicht den Spiegel, sondern nennt man Spiegel, der dann jetzt gerade schaut. Und das ist das, unsere Zweck oder unsere Ergebnis, das, was uns, diese Lied, wenn man diese Lied der Liebe verstehen kann, dann kriegt man dieses Ergebnis. Höre das Lied der Erkenntnis mit deiner Seele. Und nur dann kannst du dich aus dem Gefängnis aus Erde und Wasser befreien. Die Liebe ist in der Lage, dich in einem Zustand der Grenzenlosigkeit und spirituellen Vollkommenheit zu erheben. Aber andererseits, wenn du von deiner Quelle sehr weit weg gehst, und die Training von der Quelle nicht erkannt hat und diese Nabelschnur von deiner Quelle abtrennt, dann verschwendest du. Du bist nicht. Und dein Leben ist auch zwecklos. Und das, genau das, richtet mich und dich zugrunde. Kul ka bhala, kul ki khair. Segen für alle. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.